Wir befinden uns auf der A3 Richtungsfahrbahn Köln bei Kilometer 116,0. Hier hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Wir vermuten, aufgrund eines internistischen Notfalls ist der Lkw-Fahrer nach links in die Schutzplanke der dortigen Baustellenabsicherung gefahren und hat sich dort mit seinem Fahrzeug verkeilt. Ja, durch entstand natürlich eine Vollsperrung durch dadurch, dass der Sattelauflieger quer zur Fahrbahn stand. Der Tank wurde aufgerissen, weil er mit seinem Zugfahrzeug auf die Schutzplanke gefahren ist. Er konnte sich da nicht mehr lösen. Die Feuerwehr musste natürlich dann notärztlich den Fahrer versorgen. Der befindet sich jetzt im Krankenhaus. Wir haben hier einen relativ hohen Sachschaden und es ist halt so zwischen 200 und 300 Liter Diesel ausgetreten. Die Feuerwehr hat das verfolgt in den Kanal, hat diesen verschlossen. Nichtsdestotrotz ist die Unterwasserbehörde hier und verfolgt gerade den Fluss des Diesel-Wasser-Gemischs weiter in die Grünanlagen. Hier befindet sich ein Teich, der zurzeit beobachtet wird, dass dort keine Umweltschäden auftreten. Die Rettungsgasse war zum Teil mal wieder miserabel. Die Leute verstehen es nicht, wann eine Rettungsgasse zu bilden ist. Nicht erst, wenn sie das Signalhorn der Polizei oder Feuerwehr hören, sondern sobald der Verkehr stockt, ist auf zweispurigen Kfz- oder Kraftfahrstraßen eine Rettungsgasse zu bilden. Ich habe alleine schon bei meiner Anfahrt hier mindestens 6 Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, wo die unter anderem Berufskraftfahrer wie Taxifahrer nicht in der Lage waren, eine Rettungsgasse zu bilden. Ja, wir haben ja einen Einsatzabschnitt Schadensort, den ich vertrete, und wir haben einen Einsatzabschnitt Verkehr gebildet. Der Einsatzabschnitt Verkehr hat eine Ableitung eingerichtet im Autobahnkreuz Hilden auf die A46. Wir werden jetzt hier, die Feuerwehr hat diese Bedarfsschutzplanke der Baustelle mit einem Plasmaschneider durchgeschnitten, sodass wir auf der Bedarfsfahrbahn der A3 Richtung Arnheim nun den Verkehr zurückleiten können. Die Fahrzeuge werden jetzt hier wenden, die LKWs bleiben stehen, die PKW fahren zurück zum Kreuz Hilden und werden dort von der Polizei der Verkehrsmaßnahmen entgegengenommen und von dort aus geht der Verkehr weiter für sie.